Willkommen zu einem neuen René will Rendite Spezial. Heute noch mit einem anderen René, und zwar René Schäfer. Wie viele andere Menschen auch träumt er von finanzieller Freiheit. Dafür kauft und renoviert er Immobilien, und zwar in Nordengland. Dafür ist er sogar nach Blackpool ausgewandert. Hört jetzt seine Geschichte und Tipps. René, was heißt finanzielle Freiheit für dich? Finanzielle Freiheit für mich heißt, dass ich nicht mehr als Angestellter arbeiten muss und dass ich auch als Investor oder Unternehmer möglichst viele Sachen, Aufgaben outsource, also dass ich wirklich, wenn ich will, fast gar nicht mehr arbeiten musste. Also das ist mein Ziel, also was ich unter finanzieller Freiheit verstehe. Also wenn man jetzt seinen Job kündigt und dann was Unternehmerisches macht und dann genauso viel arbeitet wie ein Job oder sogar noch mehr, dann ist es nicht unbedingt, dann hat man vielleicht finanziell mehr, aber nicht unbedingt so viel Freiheit. Dein Ziel ist also, dass du quasi das ganze Jahr Urlaub machen kannst. Ja, also vielleicht so ein paar Monate weg und dann wieder zurückkommen und ein bisschen nach dem Business schauen und so. Ja, das, so habe ich mir es schon langfristig vorgestellt, ja. Wie nah bist du diesem Ziel? Ja, also finanziell habe ich das deutlich erreicht. Also ungefähr 8.000 Pfund Cashflow, also von meinem deutschen Portfolio nach Steuern, und hier in England habe ich eine Company. Also wenn ich es nicht rausziehe, muss ich ja nicht zweimal versteuern. Ja, also ich habe also Mieteinnahmen von etwa 340.000 Euro im Jahr, aber ich habe auch viele Ausgaben. Also es sind auch gewerbliche Sachen und so. Da habe ich dann ja so ungefähr 8.000 Pfund, also 9.000 Euro Cashflow im Monat. Das ist eigentlich mehr als genug. Also wenn man in Nordengland lebt, da ist das Leben so billig. Aber ja, also das Finanzielle habe ich erreicht, aber die Freiheit eben noch nicht. Meine Challenge ist jetzt, dass ich sozusagen, also mein Mentor hat mir immer gesagt, DIY, also nicht do it yourself, sondern don't involve yourself. Aber also meine größte Herausforderung ist momentan, die kritische Masse zu erreichen, um jemanden einstellen zu können, dem man ein gutes Vollzeitgehalt zahlen kann. Also momentan könnte ich auch einen Manager einstellen, der sich um alles kümmert, Telefonanrufe entgegennimmt, Buchungen erledigt und so. Aber dann ist das kein Vollzeitjob und dann geht er wieder weg oder dann, ja, aber mein Ziel ist halt so, vielleicht 30 Ferienwohnungen zu kaufen und dann zwei Manager einzustellen. Du hattest ja ursprünglich einen ganz normalen Job als Programmierer mit einem Nettogehalt von 2000 Euro. Was war der Auslöser dafür, dass du das ändern wolltest? Ja, ich war jetzt unzufrieden mit dem Gehalt und auch mit den Zukunftsaussichten. Also als Webprogrammierer kann man eigentlich, wenn man mal irgendwann mal 50 ist oder so, findet man gar keine Arbeit mehr. Da haben mir viele Leute gesagt, dann ist vorbei, dann ist man arbeitslos. Und dann habe ich versucht, Projektmanagement zu machen, aber da bin ich nicht reingekommen, weil ich halt immer Webentwickler war. Dann ist es halt schwierig, da muss ja schon Erfahrungen aufweisen. Und das hat nie geklappt und da war ich sehr frustriert. Ich wollte auch nicht mal programmieren. Und ja, auch die Aussichten, welche Rente man später bekommen würde und solche Geschichten. Und dass man weniger verdient als ein Grundschullehrer oder so, also als Informatiker. Also in Freiburg sind die Gehälter für Informatiker ziemlich schlecht. Und dann hast du als ersten Schritt gesagt, ich kaufe mir eine Wohnung. Das war 2007, oder? Genau, ich habe Rich Dad, Poor Dad habe ich gelesen von Robert Kiyosaki, und dann war ich schon so ein bisschen, ja, die Renditen sind ja nicht so, wie es also in Deutschland war es schon ein bisschen anders, als in Amerika so geschildert wurde, ne? Aber dann habe ich schon eine Wohnung gefunden, wo ich dann schon so meine 8% Nettorendite hatte. Das ist schon ganz in Ordnung, aber das findet man heute nicht mehr in Freiburg. Also, ja, und da habe ich eine Wohnung gekauft und habe zwei Zimmer vermietet als WG-Zimmer und habe in einem selbst gewohnt. Da konnte ich 2 Drittel von der Steuer absetzen, habe das also super schnell tilgen können und so. Und genau, und dann, als ich es ganz abgetilgt habe, das macht man normalerweise nicht, weil man will ja immer hebeln, aber ich habe es alles schnell abgetilgt und dann habe ich das als Sicherheit gegeben und dann konnte ich einen riesen Kredit kriegen, um Gewerbeimmobilien zu kaufen, also ein Restaurant und 2 Geschäfte. Finanziert hast du die Wohnung ganz normal über einen Kredit mit irgendwie 20% Eigenkapital? So 17%, glaube ich, hatte ich Eigenkapital oder 17,5 oder so. Und genau, und ich habe dann gemerkt, die Renditen sind richtig schlecht geworden, weil ja. Also René will Rendite und die Renditen sind so schlecht geworden, weil das Geld einfach so billig ist. Jeder kann sich Hunderttausende leihen und dann kostet plötzlich eine Wohnung ein paar Hunderttausend und dann ist einfach die Rendite so schlecht. Und ich habe gemerkt, bei Gewerbeimmobilien ist sie noch relativ gut. Und das liegt auch daran, weil man nicht so leicht einen Kredit bekommt und man kriegt auch nur 66% Beleihung. Und dann, aber dadurch, dass ich jetzt
die Wohnung komplett abgezahlt hatte und als Sicherheit bieten konnte. Und damals habe ich schon in der Schweiz gewohnt. Dann haben gesagt, okay, Schweizer Einkommen und eine komplett abgezahlte Wohnung als Sicherheit. Und dann haben sie mir über 500.000 mit 1,8% Zinsen gegeben. Also 2014 oder 15, nee, 15 war das. Ja, und 2015, ja. Und dann habe ich dieses Restaurant und die zwei Geschäfte gekauft. Und das hat auch eine ganz ordentliche Rendite. Also jetzt sind so zwischen also 9 oder 10% netto. Also, ja. Warum bist du dann in die Schweiz gegangen? Das Gehalt ist viel höher und die Steuern vor allen Dingen sind niedriger. Also in Deutschland arbeitet man ja nur noch fürs Finanzamt. Also die Steuerlast für die Mittelschicht ist so hoch. Ich glaube, unter Adenauer musste man das 18-fache vom Durchschnittseinkommen verdienen, um in den Spitzensteuersatz zu kommen. Und ich war noch nicht in den Spitzensteuersatz, aber man kommt schon, also man hat halt schon eine hohe Steuerlast, also Sozialabgabenlast und so. Und in der Schweiz, da lohnt sich Leistung noch. Also Schweiz ist ein sehr effizientes Land, wenig Steuern und viel Performance vom Staat. Also was man zahlt, was man dafür bekommt, ist viel mehr als in Deutschland. Also du musstest also Deutschland verlassen, um reich zu werden. Ja, das ist richtig. Also es gibt drei Gründe, warum ich, um reich werden zu wollen, Deutschland verlassen muss. Und zwar der erste Grund ist niedrige Löhne. Der zweite Grund ist die hohen Steuern. Und der dritte Grund ist sind die niedrigen Renditen, die durch die Asset Inflation bedingt sind. Also durch die 0% oder 0,8% Hypotheken. Da kann sich jeder Hunderttausende leihen, um eine kleine Wohnung zu kaufen. Und die Mieten steigen natürlich nicht so stark. Und dann hat man fast nichts mehr. Und ja, also niedrige Löhne, hohe Steuern und niedrige Renditen. Deswegen musste ich Deutschland verlassen, um Erfolg zu haben und reich zu werden. Und ein anderer Grund ist auch noch der Hang zum Sozialismus, dass Leistung in Deutschland bestraft wird. Das ist nicht nur so, dass man einfach weniger hat, netto nach den Steuern, sondern auch das Gefühl, dass man für andere arbeitet, für das Finanzamt, dass man seine Leistung, also man hat keinen Antrieb. Also mich hat Ayn Rand mit dem Buch Atlas Shrugged, also der Streik auf Deutsch, sehr beeindruckt. Und da geht es nämlich genau darum, was treibt die Welt an? Und das wird in Deutschland immer weniger. Also was die Leute motiviert, warum ein Unternehmer etwas unternimmt, das fehlt in Deutschland immer mehr. Wie bist du darauf gekommen, in Immobilien in Nordengland zu investieren? Ich war in der Schweiz hatte ich richtig mal eine Krise gehabt. Also ich war so niedergeschlagen. Ich habe gemerkt, selbst mit meinem Schweizer Gehalt, bis ich finanziell frei durch Mieteinnahmen bin, das dauert ja ewig. Durch diese Asset Inflation, durch diese Vermögenspreisinflation und die niedrigen Renditen. Und dann bin ich auf eine Gruppe gestoßen in Zürich. Und zuerst habe ich die ein bisschen für verrückt gehalten. Aber die haben so einen Kurs gemacht, also in England, in London, für Property Investment, also Immobilieninvestment. Und die investieren alle in England, in Nordengland und haben so HMOs. Das sind so große WGs, also wo alle Zimmer einzeln vermietet werden. Und machen das von der Schweiz aus, also aus der Ferne, also mit Letting Agents, mit so Verwaltern. Ne? Und erst habe ich die ein bisschen für verrückt gehalten und habe ich auch gedacht, das ist sehr riskant. Aber dann habe ich erkannt, dass das so eine Art Risikoanomalie ist. Also normalerweise hat man hohe Renditen und hohes Risiko. Also die Rendite reflektiert das Risiko. Und in Nordengland herrschen ganz besondere Umstände und zwar die sind sehr günstig für Investoren. Also in Nordengland ist es so, nach dem großen Crash 2008 wurde die Hypothekenvergabe extrem eingeschränkt. Also man musste teilweise 30-40% Eigenkapital haben. Also der LTV, der Loan to Value, also die Beleihungshöhe, war so 60-65% und dann jetzt ist so auf 75 oder 80-75 eigentlich. Also immer noch relativ niedrig und man muss mindestens ein Jahreseinkommen von 25.000 bis 30.000 Pfund haben, um eine Hypothek zu bekommen. Und in Nordengland haben die meisten Leute weniger. Das heißt, etwa 70-80% der Bevölkerung in Nordengland bekommt keine Hypothek. Und deswegen müssen die Reihenhäuser Cash kaufen. Das heißt, die müssen richtig das Geld ansparen oder müssen halt ganz viel Eigenkapital haben, damit sie eine Hypothek bekommen. Und deshalb sind die Preise viel niedriger, weil Geld teurer ist. Also der Preis des Geldes, also der Zins in England ist sehr hoch. Und auch die Beleihungshöhe ist ja niedrig. Und dadurch ist die Asset Inflation, also der Vermögenspreisinflation, viel weniger vorangeschritten als in Deutschland. Also das ist ein Riesenunterschied. Die Renditen sind etwa dreimal so hoch, also die durchschnittlichen Nettorenditen in Nordengland, ne, nicht in London. Und dadurch, dass also viele Leute gar keine Hypothek bekommen, sind die Häuser extrem billig, aber die Mieten sind hoch, weil die Leute ja nicht kaufen können und die müssen mieten.
Also da hat man einerseits hohe Mieten und niedrige Kaufpreise. Und das ist natürlich ein Paradies für Investoren, ne? Hast du denn auch sehr sparsam gelebt, um mehr Geld für Investitionen zu haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte mich schon Frugalist nennen. Also ich habe wirklich sehr Spaß. Ich habe wirklich immer, fast immer in der WG gewohnt, ja. Und habe dann, also ich habe ja, wenn ich meine Eigentumswohnung gekauft hatte, habe ich in der WG gewohnt, habe zwei Zimmer untervermietet. Also meine eigene Wohnung war das quasi, aber zwei Zimmer untervermietet. Da konnte ich 66% von allen Investitionen immer von der Steuer absetzen. Wenn ich irgendwie was für die Küche gekauft habe oder irgendwie einen Staubsauger, konnte ich alles 66% absetzen. Und in Zürich habe ich auch eine Dreizimmerwohnung gemietet und eine WG gegründet. Und dann habe ich tatsächlich geschafft, in der teuersten Stadt der Welt mit ungefähr vielleicht 1600 Franken im Monat zu leben. Also inklusive Krankenversicherung und Auto sogar. Also manchmal waren es auch 2000, aber also mit Miete, Auto und Krankenversicherung und alles und Essen, das ist natürlich sehr, sehr, also das ist unter der Armutsgrenze eigentlich, aber ich habe schon gut gelebt. Also ich gehe halt nicht so viel essen und habe mir immer selbst gekocht und so und ja, aber so Sport und Freizeitaktivitäten kosten ja nichts, wenn man schwimmen geht oder Kajak fahren geht oder so. Das kostet ja nichts. Das Geheimnis ist, also in der Bibel gibt es irgendwo so einen Satz, den die haben, den wird gegeben und den die nicht haben, den wird noch genommen. Und das kann man sehr gut übertragen auf das Finanzwesen. Also wenn man Geld hat, dann kriegt man auch Geld. Aber wenn man nichts hat, kriegt man nichts. Und deswegen ist Sparen am Anfang das A und O. Und als ich erstmal meine ersten 100.000 hatte, dann habe ich auch Leute gehabt, die mir also privat wirklich insgesamt, glaube ich, 700.000 Pfund oder so oder Euro, 800, ich weiß nicht, geliehen haben und mit denen konnte ich dann Immobilien kaufen und die umbauen und dann später refinanziere ich die dann und so. Und dann konnte ich, also ich habe ganz ohne Bank gearbeitet, ich habe denen dann die Grundschuld gegeben. Das ist natürlich für die sehr sicher. Was schätzt du? Wie hoch war deine Sparquote? Also ich habe nicht im Mangel gelebt, also doch teilweise schon. Also als ich dann renoviert habe, diese Riesenhäuser gekauft habe hier, da ging mir das Geld so ein bisschen aus und dann habe ich, das ist ein Extremfall, also da bin ich dann auf den Dachboden gezogen und habe mein Zimmer in Airbnb vermietet. Weil ich wollte, also ich habe mir wirklich ein Riesenhaus gekauft an der Ostküste mit 18 Schlafzimmern und das war ganz kaputt und ich musste es renovieren und das habe ich auch einkalkuliert und dann ging aber die ganze Heizung kaputt. Und vor Weihnachten und das war wirklich, aber ich habe das gern gemacht, also das war meine Leidenschaft, also ich wollte wirklich, also Think Big heißt es ja, ne? Also wenn man groß denkt, dann erreicht man auch Großes. Warum hast du dich für Immobilien entschieden und nicht für Aktien? Ja, ganz klar. Also erstmal kann man mit Immobilien deutlich mehr verdienen. Also wenn man auch gut hebeln kann. Und wenn man also noch so Strategien anwendet wie Add Value, also Wert hinzufügen, also irgendwas Schlechtes kaufen und das gut machen, also das Layout verändern oder so, dann kann man sozusagen den Wert erhöhen und dann kann man also sein Geld auch wieder recyceln, also kann er immer weitermachen. Also wenn man das sehr hoch bewertet bekommt, kann man sein Eigenkapital rausziehen, kann wieder das nächste Objekt kaufen. Also das einmal, dass man höhere Renditen hat, aber auch ein wesentlicher Grund war, ich sage immer, ein Immobilieninvestor ist wie ein Pilot und ein Aktionär ist wie ein Passagier. Du fährst ja sozusagen mit der Firma, von der du Aktien kaufst. Und du steckst nicht drin. Wenn der Vorstand Mist baut, dann ist dein Geld weg und du bist also ausgeliefert. Das ist sehr, sehr passiv und auch du hast nicht die Zügel in der Hand. Du bist kein Manager, du bist einfach nur ein Trittbrettfahrer, ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich das so sage. Aber die Renditen sind schon da. Also Aktien lohnen sich langfristig auch immer. Aber die sind, also zum Beispiel 250% ROI bei meinem Wohnheim, das habe ich ja mein Leben lang. Also es kann vielleicht ein bisschen schwanken, aber das kannst du mit Aktien, du kannst mal vorübergehend ganz viel Gewinn machen, aber dann verlierst du auch wieder was. Also der wesentliche Unterschied ist dieses Pilot- und Passagierprinzip. Und ich mag Pilot sein. Also ich bin ein Mensch, der gerne was anpackt und Initiative ergreift und nicht irgendwie sich einem, ja, einfach nur die Rendite kassieren will und dann sich dem jemand anvertraut. Also ich würde jetzt auch mein Geld nicht irgendeinem Investor geben und den investieren lassen, sondern ich investiere selbst. Also mir macht das Spaß. Hattest du mal zwischendrin Zweifel, ob du mit dem Immobilienprojekt wirklich die richtige Entscheidung getroffen hast? Ja, also also eigentlich alle Sachen, die ich gekauft habe, waren auf jeden Fall immer richtig. Nur diese Ferienwohnung, ich merke halt, dass es extrem viel Stress ist. Es ist kein passives Einkommen. Ich kann aber momentan keinen Urlaub machen. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es mir nicht gelingt, die richtigen Leute zu finden, die das zuverlässig managen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber das ist halt eine Herausforderung, die ich annehme. Und
Ja, also andere Leute haben es ja auch geschafft. Also ich denke, wenn man nicht lernt, wie man Arbeit abgibt, also wie man Leute einstellt und outsourced und wie man Prozesse definiert, also man kann ja so kleine Videos machen, die auf YouTube hochladen, dass man weiß, wie etwas gemacht wird, wie ein Prozess abgearbeitet wird. Wenn man das nicht lernt, dann kann man über die Millionen nicht rauskommen. Also dann kann man nie richtig groß werden und auch nicht passiv werden. Also man hat dann immer, macht immer alles selbst und das darf man nicht machen. Don't involve yourself. Do IY. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der auch passives Einkommen aufbauen will? Also ganz, ganz wichtig, das klingt so nach so einem Klischee oder so, aber das ist ganz, ganz wichtig. Take action. Also sagen die Amis immer so. Am Anfang habe ich da auch ein bisschen drüber geschmunzelt, aber das ist das Allerwichtigste. Also wenn man so ein verkopfter Mensch ist und immer alles, das größte Gefahr ist, dass man alles perfekt machen will. Man kann ja auch einen Deal kaufen, der nicht so perfekt ist, aber immerhin hat man dann schon einen Footprint, man hat schon einen Track Record, also eine Historie. Also man soll anfangen, man soll, Take Action ist ganz wichtig und auch Startkapital. Also weil viele Leute sagen, es geht auch ganz ohne Geld. Man darf nicht ewig, also die Hebelung, man kann nicht 95% Fremdkapital und 5% Eigenkapital haben. Das finde ich nicht richtig. Weil dann hast du nachher, wenn dann sich irgendwelche ökonomischen Umstände ändern, hast du einfach dieses Zinsänderungsrisiko und dann kannst du pleite gehen. Also dann kannst du deine Lasten nicht mehr tragen und ja, dann wird es zwangsversteigert. Und deswegen finde ich immer wichtig, Eigenkapital und Geld zieht Geld an. Also es ist für mich jetzt so leicht, Geld zu bekommen, weil die Leute sehen ja meinen Erfolg. Also ich habe manchmal mehr Geld, als ich investieren kann. Also manchmal bieten mir Leute was an, ja komm, ich will mit dir investieren, aber ich muss erstmal die richtigen Objekte finden und auch die Zeit finden, das zu kaufen. Aber ganz am Anfang will einem keiner Geld leihen, weil die haben Angst, trauen einem nicht und so. Welches Mindset ist wichtig für den Erfolg? Genau, hab keine Angst vor Veränderung und you must leave your comfort zone to have success in business. Das ist ganz wichtig. Also man sieht Komfortzone verlassen, auch wenn es sich beängstigend anfühlt, einfach von Zürich in eine Stadt wie Blackpool umzuziehen, die total verarmt ist, ganz sehr kriminell und keine Freunde hier hat und so, einfach den Schritt zu wagen. Wenn man den Schritt wagt, dann kann man auch was erreichen. Und alle Leute, die was Großes erreicht haben, die haben große Veränderungen in Kauf genommen und die haben Neuland betreten und so. Und ja, wenn man die Komfortzone verlässt, dann kann man wirklich durchschlagenden Erfolg haben. Man kann auch Erfolg haben, wenn man sie nicht verlässt, aber den Mega-Erfolg, den kann man nur haben, wenn man wirklich ganz eiskalt sagt, ich mach's jetzt. Auch wenn alle sagen, das ist so, oh, mach das doch nicht. Und du hast doch in Zürich jetzt eine C-Bewilligung und kannst jetzt bald den Schweizer Pass kriegen und du hast auch einen guten Job und verdienst viel und so. Nein, ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Blackpool. Alle haben mich auch, viele haben mich ausgelacht sogar und haben mich für verrückt gehalten. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist die Bilanz sehr positiv. Also, ja. Das klingt aber auch so, als hättest du einiges opfern müssen. Ja, das ist so, ja. Also ich habe meinen ganzen Freundeskreis zurückgelassen. Ich habe sozusagen einen Social Reset gemacht und hier leben auch fast nur alte Leute. Also ich habe weder eine Freundin noch richtige jüngere Freunde, mit denen ich ausgehen kann. Also ich kenne nur ältere Leute hier und Bauarbeiter und Architekten und Ingenieure und so. Aber halt so ein Freundeskreis wie in Zürich oder in Freiburg, wo ich vorgelebt habe, habe ich hier nicht, leider. Also, aber ich habe auch nicht sehr viel Zeit, so um auszugehen und so momentan. Aber ja, es ist schon ein bisschen traurig manchmal, aber ich werde ja auch nicht für immer hier bleiben. Es geht ja immer weiter. Also ich werde ja dann, ich habe ja immer gesagt, ja, also das habe ich bin schon mal angesprochen, jedes Land ist am besten für eine bestimmte Phase. Deutschland ist gut für Studium und sowas. Schweiz ist gut, um Startkapital zu bilden. England ist gut, um das Ka Startkapital zu investieren. Und zum Beispiel Spanien ist gut, um das Leben zu genießen. Wer versuchen will, in Spanien reich zu werden durch Arbeit, der ist fehl am Platz. Und wer das Leben in England genießen will, der weiß auch nicht, ein bisschen zu verregnet vielleicht. Ja, und man muss das da machen, wo es am effizientesten ist. Und dann kommen wir schneller zum René, Ziel. vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.